Von vorne sieht das neue DRK-Landesmuseum in Geislingen schon fast fertig aus. Beim Blick auf die Gebäuderückseite wird aber schnell deutlich, dass hier noch kräftig gearbeitet wird. Den schwierigsten Teil der Inneneinrichtung haben die Verantwortlichen rund um Jens Kurle mittlerweile aber hinter sich. Mehrere Fahrzeuge mussten mithilfe eines Krans von der Garage ein Stockwerk höher in den Ausstellungsraum gehoben werden. Dabei ging es auch für mehrere historische Modelle in luftige Höhen. Zum einen Mal haben wir einen historischen Rettungswagen nach oben transportiert, ein Citroën aus dem Jahr 1965. Dann eine Feldküche, eine historische, und einen historischen Katastrophenschutzanhänger, der eben Material für Katastropheneinsatzfälle beinhaltet. 100% reibungslos verlief die Aktion nicht. Denn ein Auto, das in der Mitte durchgeschnitten wurde und nur noch zwei Räder hat, lässt sich erfahrungsgemäß ziemlich schlecht fahren. Mit vereinten Kräften landete das ausgemusterte Rettungsfahrzeug dann schlussendlich aber doch noch auf dem Kranausleger und anschließend im Ausstellungsraum. Insgesamt waren die Arbeiten aber schneller abgeschlossen als vorher geplant. Das war eigentlich richtig super. Wir haben gedacht, wir brauchen dann den ganzen Vormittag dazu. Und jetzt sind wir schon nach 2,5 Stunden im Prinzip deutlich weiter wie gedacht. Im Prinzip können wir den Autokran in den nächsten Minuten auch schon wieder abbauen. Die größten Exponate haben ihren Platz im neuen DRK-Landesmuseum in Geislingen also schon gefunden. Bis der Ausstellungsraum komplett fertig ist, gibt es aber noch einiges zu tun. Es werden jetzt die Vitrinen aufgebaut und dann werden die sukzessive bestückt und eben auch die entsprechenden Informationstafeln noch installiert. Eröffnet wird das Museum offiziell in rund 4 Wochen, am 19. Oktober. Dann sieht das Rotkreuzmuseum aller Voraussicht nach nicht mehr nur von vorne fertig aus.